Ich habe die Freude, in einem sehr vollen Raum, sehr geehrte Herr Bürgermeisterinnen, glaube ich, haben wir nicht, aber Oberbürgermeister und sehr geehrte Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, sehr geehrte Klimaschutzbeauftragte, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen Verwaltungen, aber auch, ich glaube, Energieversorger. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns über die große Anzahl der Teilnehmer. Und ich möchte nicht versäumen, auch vom Landrat Dr. Schnaudegel herzliche Grüße auszurichten. Und er freut sich, dass das Format auch tatsächlich auch wahrgenommen wird. Heutzutage ist es ja wichtiger denn je, den Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis Karlsruhe zu fokussieren und voranzutreiben. Neben einer auf Basis erneuerbarer Energie stattfindenden Wärmeversorgung spielt eine klimaneutrale Stromversorgung eine fundamentale Rolle. Das Weiterschreiten im Bereich der Wärmesektors wurde in der vor kurzem stattgefundenen Klimawerkstatt des Kreistages zusammen mit den hiesigen Energieversorgern EnBW, Stadtwerke Bruchsal, Bretten und Ettlingen, den Netzbetreiber Netze BW, Netzegesellschaft Südwest einstimmig befürwortet, was uns gezeigt hat, dass der eingeschlagene Weg, ich möchte es betonen, vor dem Angriffskrieg des Russland auf die Ukraine wirklich jetzt auch konsequent umgesetzt wird. Und wir sehen, dass wir hier auf dem richtigen Weg auch schon vor diesem Thema der Rohstoffknappheit eingeschlagen waren. Somit baut der Landkreis auf dem bereits mit dem Umwelt- und Energieagentur des Landkreises auch umgesetzten Quartierskonzeptionen auf und versucht es weiterhin mit den Gemeinden und den kreisangehörigen Städten hier Schritt für Schritt konsequent weiterzukommen. Entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 6.5.2021 und der dazugehörigen Klimaschutzstrategie verpflichtet sich der Landkreis, alle zur Verfügung stehenden Dächer vollumfänglich mit PV-Modulen auszustatten. Wir haben 12 kreiseigene Liegenschaften, die dafür in Frage kommen. 4 davon sind bereits vollumfänglich nach einem einstimmigen Beschluss des Kreistags bei speziellen Bauvorhaben belegt worden. Von den restlichen 8 Liegenschaften befinden sich derzeit 5 in Planung. Ich möchte nur die Ludwig-Gutmann-Schule Kronau und Karlsbad, die Handelslehranstalt in Bruchsal, aber auch die entsprechende 2. Bauabschnitt im BBZ Ettlingen erwähnen. Die bereits im Bau befindlichen Straßenmeistereien haben ebenfalls eine PV-Nutzung vorgesehen. Für das neue Hauptgebäude im Landratsamt Karlsruhe, wo noch kein Baubeschluss besteht, aber wo wir in der Vorplanung sind, sind ebenfalls großflächige PV-Anlagen vorgesehen. Neben der ökologischen Komponente erhofft sich der Landkreis auch eine entsprechende Unabhängigkeit vom reinen Strombezug, wichtiger denn je seit den letzten Wochen, und eine entsprechende wirtschaftliche Wirkung aufgrund der andauernden steigenden Strompreise. Ich möchte mich deswegen ausdrücklich bei Ihnen nochmal bedanken, dass Sie an der Veranstaltung teilnehmen. Ich hoffe, dass Sie einige Impulse mitnehmen können oder auch bei dem schon eingeschlagenen Weg Ihrer Stadt, Ihrer Gemeinde konsequent weitergehen und vielleicht auch hierweit weitere Impulse sammeln können. In dem Sinne, herzlichen Dank, eine angenehme Austausch und Beratung und viele Informationen. Und ich möchte dann im Anschluss das Wort an unsere Geschäftsführung Birgit Schwegle von der Umwelt- und Energieagentur des Landkreises Karlsruhe übergeben und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Watteroth. Auch von meiner Seite noch einen schönen guten Morgen in die Runde. Es freut mich natürlich auch, dass wir in so großer Zahl uns zumindest virtuell treffen. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, ob wir es nicht tatsächlich in Präsenz machen wollen. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir wussten jetzt nicht, wie die Situation ist. Lasst es uns noch in virtuell machen. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir in dem nächsten Austausch, dass wir da uns mal wieder persönlich treffen. Ich denke, so eine Veranstaltung kann einfach einen persönlichen Austausch letztendlich nicht ersetzen.
Der Watteroth hat schon gesagt, 2035 ist jetzt das Ziel des Landkreises, letzten Mai beschlossen. Das sind vier Schwerpunktthemen. Einmal die regionale Wärmeausbaustrategie, das Thema nachhaltiges Bauen und Sanieren, eine nachhaltige Mobilität vorantreiben und das Thema Photovoltaikausbau vorantreiben. Als ich begonnen hatte bei der Energieagentur 2009, hatten wir schon auf dem Schirm, wir brauchen einen Solaratlas. Der wurde als einer der ersten in Deutschland 2010 erarbeitet. Der wird aktuell aktualisiert. Es kommen neue Features rein. Und wir hatten damals 2011, 12 Kooperationen mit regionalen Volksbanken, war es vorrangig, und haben das Thema PV so vorangetrieben. Ich habe damals die Mitarbeiter geschult bei den Banken und die Banken haben ihre Kunden angeschrieben, kommt zu uns, ihr habt ein geeignetes Dach, wir finanzieren euch das. Also wir konnten uns damals vor Anfragen nicht retten. Und ich habe wirklich gedacht, also es ist jetzt 10 Jahre her, das mit der Stromwende, das funktioniert. Und leider kam uns dann die Gesetzgebung oder die Rahmenbedingungen haben uns da wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es kam mir dann durch die EEG-Beschneidung, ist der ganze Markt in die Knie gegangen, 2012, 2013. Es sind viele regionale Unternehmen insolvent gegangen. Und ja, es ist natürlich schwierig, dass wir das Thema wieder anschieben müssen. Und es ist echt bedauerlich, dass wir es 10 Jahre später jetzt sind. Wir könnten viel weiter sein. Nichtsdestotrotz müssen wir es zusammen angehen. Die Kommunen haben Vorbildfunktion. Wir würden gerne wirklich hier ein Zeichen setzen und bis 2025 alle kommunalen Dächer belegt haben. Und ich sage immer, es ist egal, wer es dann durchführt. Und deswegen ist auch das Thema der Beteiligung enorm wichtig. Und auch die Veranstaltung hier mit der BEG Kraichgau, wo ich mich heute auch nochmal insbesondere bei den Kollegen der BEG bedanken möchte. Es ist wirklich egal, wer es letztendlich macht. Und es ist hauptsächlich, die Dächer werden zur Verfügung gestellt. Wir haben so viele Potenziale. Wir haben im Moment einen erneuerbaren Energienstromanteil von 15%. Also wir sind weit weg von einer bilanziellen Deckung unseres Strombedarfs. Und wir brauchen ja Strom nicht nur im Haushaltsbereich, in der Industrie. Wir brauchen es künftig verstärkt in der Mobilität. Aber auch das Thema Wärmepumpen, wenn wir an eine dezentrale Wärmeversorgung denken. Also Strom muss tatsächlich im Übermaß produziert werden. Und wir haben enorm viele unbelegte, aber super geeignete Dächer. Und da kommen die Kollegen dann später auch noch konkret drauf zu. Neben den Dächern gibt es aber weitere ungenutzte Potenziale. Sie kennen alle jetzt die 2% Flächenregelung, PV auf der Fläche. Hier muss man ganz klar prüfen, steht es in irgendeiner Konkurrenz zum Beispiel zur Landwirtschaft. Aber, sage ich, wir müssen hier auch gemeinsam einen Weg finden und das in der Region klären. Also wir dürfen da nicht einzeln einen Weg finden, sondern wir müssen da eine enge Abstimmung gehen und insbesondere auch hier mit dem Regionalverband, das haben wir auch mit dem neuen Verbandsdirektor, Dr. Broska, auch schon so vorbesprochen, ja, in Form eines Energieplans auf Regionalverbandsebene. Das ist hier tatsächlich angedacht. Weitere Potenziale sehe ich auch im Bereich der Parkplatzüberdachungen. Hier werden wir in einer Art Matrix modellhaft mal unterschiedliche Szenarien ausarbeiten. Auch hier gibt es so viel ungenutzte Bereiche und natürlich auch der Bereich unserer Baggerseen ist ein Thema. Also da sind ganz viele Dinge gerade am Laufen und künftig natürlich auch das Thema Fassaden-PV. Auch hier muss, glaube ich, insbesondere in der Architektur müssen neue Wege gegangen werden. Das Potenzial ist, glaube ich, unerschöpflich und wir müssen in alle Richtungen gehen. Wir haben in der Region einen Hersteller, Bischof Glas in Bretten, für organische PV. Die bauen die heute schon in Balkonbrüstungen ein. Also ich glaube, wenn wir das mal wirklich alles auf den Punkt bringen und bündeln und umsetzen, dann bin ich da positiv gestimmt, dass wir hier regional die Energiewende vorantreiben können. Genau, das ist vielleicht so mein Einstieg gewesen und ich freue mich auf den Austausch und wir werden auch künftig intensiv im Kontakt bleiben. Ja, und dann würde ich einfach weitergeben. Ich denke an den Ivo Pitschak. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Birgit Schwegle. Ivo Pitschak ist mein Name. Schönen guten Morgen nochmal zusammen in die Runde. Ich habe die Ehre, heute bei dem auch für mich als Bürger nicht des Landkreises, sondern der Stadt Karlsruhe wichtigen Thema fürs technische Hosting sozusagen zuständig zu sein. Ich darf so ein bisschen durch die Veranstaltung führen
und würde ganz gerne vorab zwei, drei organisatorische Dinge loswerden. Wie Sie ja wahrscheinlich der Einladung entnommen haben, ist für den zweiten Teil dieser Veranstaltung heute tatsächlich auch ein Austausch gedacht, damit Sie wirklich auch mit Ihren Fragen, weil die Expertinnen und Experten, die heute da sind, fragen können. Und dafür wäre es hilfreich für die Personen, die nachher in diesen Austauschräumen sind, damit sie ansprechen können, wenn wir es vielleicht einfach wissen, dass wir sie nicht mit Herr Kronau ansprechen müssen oder Herr UEA, sondern wenn sie vielleicht gerade in der Teilnehmerliste, wenn sie da mal draufgehen und auf ihren eigenen Namen mit der rechten Maustaste oder einfach draufgehen und auf mehr, dann können Sie Ihren Namen umbenennen. Und diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, wäre super, wenn Sie Ihren Vor- und Nachnamen da hätten und dann auch vielleicht die Organisation, für die Sie stehen. Ich glaube, der Herr Watteroth, den nehmen wir mal raus. Da wissen wir alle, dass er Dezernent im Landkreis Karlsruhe ist. Aber der Herr Blüm von Stadtwerken Ettlingen hat es schon entsprechend gemacht. Und ich möchte damit auch die Bitte von Herrn Oes, der nämlich nachher auch einen Raum betreuen wird, nachkommen wird und gebeten hat, dann weiß er besser, wie er Sie bei Ihren Fragen auch ansprechen kann. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, dass es vollkommen in Ordnung ist bei den Vorträgen nachher, falls Sie dann Ihre Kamera ausschalten, dürfen Sie auch gerne anlassen. Wir werden, wenn da Bildschirme geteilt sind, sowieso nicht so viel sehen. Meine herzliche Bitte wäre aber, wenn Sie nachher in diese sogenannten Breakout-Räume, also in diese kleinen Gruppenräume gehen, wo Sie dann jeweils so zwischen 8 und 10 vielleicht sein werden, da wäre es nett, wenn Sie dann Ihre Kamera anschalten, damit vor allem auch die Referenten dann wissen, mit wem Sie da gerade sprechen. Und ansonsten für die Vorträge bei inzwischen 45 Menschen im Raum, glaube ich, haben Sie Verständnis dafür, dass es nicht so sinnvoll wäre, wenn wir dann Fragen direkt während des Vortrags beantworten. Also alle Referenten stehen nachher nochmal in den kleinen Räumen zur Verfügung. Wenn aber eine ganz wichtige, dringende Verständnisfrage sein sollte, schreiben Sie es vielleicht einfach gerade in den Chat, dann werden wir den Chat nebenher so ein bisschen noch beobachten und schauen, was wir davon aufgreifen können. Und alle Infos, die Sie an uns, auch an die Energieagentur, als das Organisationsteam loswerden wollen, schreiben Sie es einfach gerne an in den Chat. Ja, dann kleinen Ausblick, was haben wir vor? Wir werden erstmal eine kleine Abfrage machen, damit wir auch nochmal wissen, so ein bisschen erstens mal, mit wem wir zu tun haben und auch, wo in der Schuh drückt, beziehungsweise wie Sie, was Sie vor allem auch zum Thema Bürgerenergiegenossenschaften schon wissen. Im Anschluss werden dann der Herr Thiel und der Herr Kostelecki von der Umweltenergieagentur Sie einfach so ein bisschen mal mitnehmen auf das zu dem Thema kommunale Dächer, EEG-Osterpaket, was hat damit alles auf sich? Und dann sicherlich für viele auch spannend. Wir wissen ja, Energiewende kann eigentlich nur gelingen, wenn wir alle mitnehmen. Die Bürgerschaft ist ja sicherlich ein ganz spannender Teil heute nochmal. Die Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau wird sich vorstellen. Und ja, und das wäre dann so der Input-Teil. Und dann so ab ungefähr 11 Uhr werden wir dann diese sogenannten Breakout-Räume, diese Kleingruppenräume eröffnen. Und Sie werden dann in 2 Runden jeweils 20, 25 Minuten die Möglichkeit haben, einfach nochmal Fragen zu stellen. Wie das funktioniert, das werde ich Ihnen nachher dann nochmal kurz sagen. Wir haben eine Mentimeter-Online-Umfrage abgemacht. Sie sehen, viele haben schon abgestimmt. Und alle diejenigen, die mit dem Smartphone da nicht reinkommen, einfach im Browser, wie es dort oben steht, www.menti.com eingeben. Und dann, wenn Sie abgefragt werden nach dem Code, dann einfach bitte 29225772 eingeben und können dann auch dort sich eintragen. Diese erste Frage sehen Sie schon, da geht es ein bisschen darum, dass wir wissen, wer ist alles da. 37 Personen haben jetzt abgestimmt, das werden nicht alle abstimmen, das Team der UEA beispielsweise nicht. Und diejenigen, die noch nicht so weit sind, die werden auch im Anschluss noch die Möglichkeit haben, diese Abstimmung werden wir nicht schließen. Dann hätten wir noch eine zweite Frage an Sie, nämlich ob Sie sich denn tatsächlich selbst schon mal mit dem Thema Bürgerenergiegenossenschaften auseinandergesetzt haben.
So, und wie schon ja die Vermutung war, das ist ein großes Thema für alle und gut mehr als die Hälfte hat sich schon mal damit auseinandergesetzt und umso schöner, dass Sie alle die Möglichkeit nutzen, heute nochmal wirklich auch direkt mit in Kontakt mit Vertretern einer Bürgerenergiegenossenschaft in Austausch zu kommen und da auch einfach nochmal die Möglichkeit zu nutzen. Wie macht ihr das denn überhaupt dann vor Ort? So, und bevor wir dann zu den Impulsvorträgen kommen, einfach nochmal für den Einstieg, dass wir einfach so ein bisschen den Hintergrund haben. Die Frage, wer denn wirklich schon jetzt plant, 2025 alle geeigneten kommunalen Dächer mit PV zu belegen. Dann danke ich Ihnen herzlich fürs Mitmachen und bitte jetzt den Carsten Thiel von der Umwelt- und Energieagentur und einfach nochmal so einen Einstieg zu geben über das Thema kommunale Dächer und PV. Jawohl, vielen Dank, Ivo. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass wir heute so zahlreiche Teilnehmer haben und ja, möchte die Gelegenheit nutzen, kurz zu erzählen, was uns so beschäftigt und wie wir als UEA auch die Kommunen unterstützen wollen, um eben dieses Ziel, alle kommunalen Dächer bis 2025 mit PV zu bestücken, zu erreichen. Simon? Genau. Ja, CO2-frei 2035 ist das Ziel. Das ist ein sportliches Ziel. Das ist uns allen bewusst. Aber wir werden das schaffen. Zumindest werden wir alles dafür tun, um das zu schaffen. Und ja, letztendlich die gute Nachricht, Potenziale haben wir genug. Ich bin jetzt hier beim Bereich Strom und wir sehen allein die Potenziale im Dachbereich bei der Photovoltaik sind so groß wie letztendlich der Bedarf. Wir können natürlich nicht alle Dächer belegen und das ist auch nur eine bilanzielle Wahrheit, aber grundsätzlich kann das ausschlaggebend sein für das Gesamtziel. Wir haben ja noch andere Potenziale und genau, letztendlich liegt die Wahrheit auf dem Dach. Wir sollten das einfach angehen. Simon? Genau. Natürlich gibt es viele andere Sachen, die wir betrachten werden. Irgendwann kommen wir auch auf das Thema Wind und wir kommen auf die Flächen. Grundsätzlich ist, glaube ich, das Thema, wir müssen so einfach wie möglich beginnen. Meine Chefin würde von den Low-Hanging-Fruits sprechen. Und das sind nun mal die Dächer. Die Dachmontage ist extrem günstig. Das ermöglicht einen wirtschaftlichen Betrieb. Und deswegen sind diese vorhandenen Potenziale einfach dafür da, dass wir die Gelegenheit jetzt ergreifen. Und ja, man könnte jetzt viel nochmal über die Vorteile sprechen von der Photovoltaik, aber grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, so flexibel Strom auch ist. Wir brauchen ihn in allen Bereichen. Ja, wenn das große Hindernis vielleicht auch die Investition sein könnte, da kommen wir eben zum Thema. Dafür gibt es eben jetzt auch die Möglichkeit, über Bürgermodelle nachzudenken. Die BGs werden nachher ihre Vorträge halten. Und das ist, glaube ich, einfach die tolle Alternative. Wir können selber investieren, eben das mit Genossenschaften machen. Und so ist es einfach. Letztendlich spricht jetzt nichts mehr dagegen, auch das ganze Thema anzugehen. Genau. Grundsätzlich ja, wir kennen alle plakativ, Kommune ist das Vorbild und sollen vorangehen, ganz klar, die Bürger werden mitgehen. Wir haben die Wertschöpfung, Klimaschutz und wir haben vor allem die unmittelbare Wirkung. Und die Erfahrung aus zahlreichen Gemeinderatsteilnahmen ist einfach auch, dass Gemeinderäte, Fraktionen, dass die alle Klimaschutz wollen. Die wollen aber auch schnelle Erfolge sehen. Sie wollen das auch finanzieren können und letztendlich ist eben die Photovoltaik dafür sehr geeignet, weil letztendlich die Wirkung ist sofort da, wenn montiert wurde, dann wird Strom erzeugt, klimaneutral und das ist eben sofort der Benefit, den man dann erlangt. Und ja, da kommen wir dann einfach mal auch zum Message von meinem Vortrag. Wir wollen letztendlich mit unserem Angebot die Kommunen dabei unterstützen, eine Entscheidungsgrundlage zu haben, konkrete Informationen zu haben, um dann eben auch die nächsten Schritte zu gehen. Und das ist eben unser Konzept, Photovoltaik auf allen relevanten Liegenschaften. Und da werden einfach alle wichtigen Faktoren betrachtet, dargestellt und letztendlich auch ein Ranking erstellt. Also Sie bekommen Informationen zu den Investitionen,
zu den Möglichkeiten, wie viel Strom erzeugt werden kann, die Gesamtleistung, aber auch natürlich die CO2-Einsparung. Und letztendlich kann dann konkret entschieden werden, wie gehen wir weiter, wie könnten wir es schaffen, bis 2025 alles zu realisieren und in welcher, wer ist der Betreiber, macht das die Kommune selber oder holen wir uns eben Unterstützung durch die Genossenschaften. Simon, geht gerade mal eins weiter. Genau, also wir sind damit auch schon sehr aktiv. Sie sehen hier die Landkreiskarte, gut ein Drittel der Kommunen, da sind wir schon unterwegs. Entweder ist das Konzept sogar schon bereits abgeschlossen oder wir sind gerade in Arbeit oder fangen jetzt in Kürze damit an. Das ist sehr erfolgreich. Die grüne Umrandung zeigt uns, der Landkreis geht auch voran in diesem Fall. Da wurde auch dieses Konzept schon erstellt. Ein, zwei Gebäude werden jetzt noch nachträglich betrachtet. Was bieten wir? Also mal ganz kurz so zusammengefasst. Wir stimmen mit Ihnen die Dächer ab, wir machen Vorschläge, gehen auf Ihre Bedürfnisse ein. Manchmal erscheint einem auch ein Dach oder eine Liegenschaft vielleicht gar nicht so geeignet. Vielleicht, dann sagen wir vielleicht was anderes. Wir betrachten das dann. Letztendlich wird dann in Übersicht erstellt. Wir machen Auslegungen unterschiedlicher Art. Wir arbeiten mit Ingenieurbüros zusammen. Und das ist uns eigentlich auch ganz wichtig, die auch natürlich einen wirtschaftlichen Betrieb vorschlagen, aber also auch nach verschiedenen Möglichkeiten. Also zum einen natürlich, wie können wir möglichst wirtschaftlich die Anlage betreiben, aber natürlich auch unser Weg. Wir wollen möglichst nachhaltig die Dächer belegen und eben auch die Gesamtlösung anpeilen. Aber wir wollen eben nicht jetzt nur kommen her, belegt alles und das sieht dann so und so aus, sondern wir wollen die Möglichkeiten offenlegen und gehen aber davon aus und hoffen, dass wir natürlich dann möglichst einen Vollausbau Entschuldigung, erreichen werden. Und das wird eben auch dargestellt mit unterschiedlichen Dachplänen, entsprechend auch eine Amortisation, die Einsparungen. Sie sehen das ungefähr, welche Informationen da kommen. Wir machen ein Ranking, wir machen auch eine Zusammenfassung. Es ist vielleicht auch im ersten Schritt ganz interessant zu wissen, was käme denn auf uns zu, wenn wir alles realisieren. Dann sieht man dann eine Gesamtinvestition, Gesamteinsparung. Also diese Informationen bekommen Sie alle. Und das ist, glaube ich, die perfekte Grundlage dann, um für die Verwaltung oder mit dem Gemeinderat dann einfach den Weg letztendlich zu planen und dann eben zu schauen, mit oder ohne BEG. Aber es ist einfach auch sehr lukrativ mit der Genossenschaft, weil wir dann auch die Bürger letztendlich damit mit reinkriegen in das Konstrukt und natürlich das auch wieder sich widerspiegelt, auch im Verhalten der Bürger selber. Überhaupt ist gerade das Thema sehr, sehr groß. Natürlich hängt das auch an der aktuellen Situation, aber auch unsere Beratungsanfragen, die sind um ein Vielfaches gestiegen. Also der Bürger hat schon Interesse dafür. Und letztendlich sollten wir alle aktiv werden. Und wenn die Kommunen vorangehen, bin ich guten Mutes, dass wir zumindest diesen kleinen Meilenstein, alle Dächer bis 2025, alle kommunalen Dächer, aber auch in diesem Sog viele private Dächer letztendlich realisieren können. Und ich glaube, da bin ich auch schon durch. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe meine 10 Minuten eingehalten. Aber genau, ich stehe nachher noch zur Verfügung für Fragen. Wer Interesse hat, einfach Info an mich oder an den Herrn Kostelecki. Sie kriegen dann ein Angebot. Das ist letztendlich so gestrickt, dass da jeder mitmachen kann. Uns ist wichtig das Ziel. Und das Ziel ist eben, alle Dächer 2025 mit Photovoltaik zu bestücken. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Carsten Thiel. Und wie Sie schon gehört haben, Fragen können Sie natürlich nachher auch gleich loswerden. Wir haben nachher ja nochmal 2x25 Minuten Zeit. Und dann Simon Kostelecki. Genau, schönen guten Morgen auch von mir. Ich darf jetzt ein paar Sätze noch zum Thema Rahmenbedingungen der Photovoltaik in den Kommunen loswerden. Und zwar, wenn die Kommune Gebäude besitzt, hat die verschiedene Möglichkeiten, die Dächer mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Es gibt verschiedene Betriebsmodelle und je nach Verwaltungsaufwand und Investitionskosten kann die Kommune die Photovoltaikanlage eben selbst installieren lassen und selbst betreiben. Dann kann die zum Beispiel den Strom direkt selbst verbrauchen, komplett einspeisen, an der Börse vermarkten oder auch an große Unternehmen liefern und das unter anderem auch kombinieren mit dem eigenen Verbrauch. Sie kann aber auch Dritte mit ins Boot holen, zum Beispiel Bürgerenergiegenossenschaften oder auch Stadtwerke.
und kann dann den Photovoltaikstrom, wenn die von der Bürgerenergiegenossenschaft betreiben lässt, die Photovoltaikanlage, den Strom auch selbst nutzen über sogenannte Stromlieferverträge, so Contracting-Modelle. Oder die Bürgerenergiegenossenschaft, die pachtet die Dachflächen, genau. Oder es gibt auch Mischvarianten zwischen den Contracting-Modellen und den Verpachtungsmodellen. Für den Hauptteil der kommunalen Dächer kommen sehr wahrscheinlich vor allem diese zwei Varianten in Frage. Einmal die Photovoltaikanlage selbst zu betreiben und dann den Strom selbst zu verbrauchen und den überschüssigen Strom einzuspeisen oder mit Bürgerenergiegenossenschaften eben zusammenzuarbeiten über Contracting-Modelle oder Verpachtungsmodelle oder Mischvarianten davon. Und ja, Hauptsache, es werden möglichst alle geeigneten Dächer mit Photovoltaikanlagen belegt. Genau, hier sind jetzt nochmal die zwei Hauptvarianten dargestellt und aufgelistet mit Pro und Contra. Ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen, empfehlen wir, möglichst alle kommunalen Dächer, die geeignet sind, eben zu belegen. Und bei dem Eigenbetrieb ist die Wirtschaftlichkeit ein bisschen höher. Allerdings ist bei der Zusammenarbeit mit Bürgerenergiegenossenschaften der Vorteil, dass die BürgerInnen eben mit eingebunden werden und dadurch eine höhere Akzeptanz geschaffen wird und somit das Projekt noch einen größeren Leuchtturmcharakter bekommt. Und das ist immer noch ja eine sehr wirtschaftliche Option auch für die Kommune und mit einem sehr geringen Verwaltungsaufwand und Investitionskosten. Jetzt gibt es ja von der neuen Bundesregierung die große Ankündigung, dass das Erneuerbare Energiengesetz erneuert werden soll, also eine Novellierung rauskommen soll unter dem Namen Osterpaket. Da ist der Referentenentwurf erschienen. Allerdings muss es noch vom Bundestag verabschiedet werden, sprich, das ist noch nicht ins Gesetz gegossen. Was drinsteht, ist, dass der Photovoltaikausbau von 5 Gigawatt Peak pro Jahr auf 20 Gigawatt Peak pro Jahr sukzessive gesteigert werden soll, also eine Vervierfachung. Und das freut uns natürlich, dass es da vorangehen soll und ist auch dringend notwendig zur Erreichung der Klimaschutzziele. Dann wurde schon beschlossen vom Bundestag, dass die EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 wegfällt und auf 0 Cent die Kilowattstunde abgesenkt wird. Damit geht auch eine Entbürokratisierung einher. Genau, dann werden die Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen, die komplett ins Netz einspeisen, also jetzt nicht die Anlagen, von denen Photovoltaikstrom selbst verbraucht wird, sondern nur von denen, die komplett ins Netz einspeisen, da wird die Vergütung angehoben und für die kleineren Anlagen auf 13,8 Cent, für ein bisschen größere auf 11,3 Cent und für die richtig großen dann so auf 9,4 Cent. Und vorher waren die bei den kleinen Anlagen bei 6,5 Cent und bei den größeren bei 4,5 Cent. Also das ist eine deutliche Anhebung. Und dann für die Bürgerenergiegenossenschaften für Freiflächenanlagen ist die Ausschreibungspflicht auf 6 Megawatt Peak angehoben worden oder soll angehoben werden, sagen wir lieber so. Genau, was die einfach auch konkurrenzfähiger macht auf dem Markt. Und die war davor bei unter einem Megawatt Peak. Wie Sie sicher schon alle mitbekommen haben, gibt es seit diesem Jahr die sogenannte Photovoltaikpflicht in Baden-Württemberg, die wir allerdings nicht als Pflicht verstehen sollten, sondern als Chance, die Photovoltaik für uns zu nutzen und da für uns Vorteile rauszuziehen. Und zwar ab dem 1. Januar gilt die Photovoltaikpflicht für neu gebaute Parkplätze ab 35 Stellplätze, für Nichtwohngebäude, die neu gebaut werden und jetzt auch seit dem 1. Mai für Wohngebäude, die neu gebaut werden. Ab dem nächsten Jahr, ab dem 1. Januar, gilt es dann auch für grundlegende Dachsanierungen bei Wohngebäuden und auch Nichtwohngebäuden. Sprich, umsetzen müssen wir ganz bald. Wie sieht die Photovoltaikpflicht aus? Wie wird die ausgestaltet? Und zwar ist es so, dass von der geeigneten Fläche mindestens 60% mit Photovoltaikmodulen belegt werden müssen. Das ist alternativ. Können die Flächen auch mit Solarthermie belegt werden oder eben verpachtet werden an Bürgerenergiegenossenschaften oder Ausgleichsinstallationen in der nahen Umgebung vorgenommen werden. Natürlich gibt es dann auch noch Ausnahmen und Befreiungen, allerdings stellen das tatsächlich Einzelfälle dar und da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen.
gehen. Und wenn es zu dem Thema Rahmenbedingungen später noch spezifischere Fragen gibt, dann gibt es in den Austauschräumen da auf jeden Fall auch noch die Möglichkeit dazu. Genau, das war ein kurzer Überblick von meiner Seite. Vielen Dank. Und natürlich, die Zukunft ist CO2-frei und hoffentlich bis 2025 die allermeisten kommunalen Dächer mit Photovoltaikanlagen belegt. Und ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ja, vielen Dank, Simon Kostelecki, auch für den optimistischen Appell zum Schluss nochmal. Und jetzt für viele sicherlich auch ganz besonders spannend, nochmal die Sicht einer Bürgerenergiegenossenschaft. Wie funktioniert das jetzt nun bei uns? Und da bitte ich Herrn Oes von der WEG Kraichgau, uns da mal mitzunehmen. Ja, guten Tag zusammen. Ich bin nicht allein da. Der Kollege Tobias Schutz ist auch mit dabei, werden es auch gleich noch vorstellen. Ich finde es sehr schön, dass sich so viele heute doch die Zeit genommen haben zu diesem Thema. Ich möchte auch gleich einsteigen, um möglichst wenig Zeit im Allgemeingeplänkel zu verbringen, sondern möglichst dann nachher noch viele, viele Gespräche zu führen. Die Präsentation ist zu sehen. Passt soweit? Wunderbar, jawohl. Sieht gut aus. Also, Bürgerenergie im Kraichgau, Photovoltaik auf kommunalen Dächern. Wie gesagt, der Kollege Tobias Schutz und meine Wenigkeit. Ich habe es mal überschrieben mit einem Fall für zwei. Natürlich sind wir nicht nur zu zweit, aber ich denke, es ist sind genau zwei Kompetenzen gefragt, nämlich einmal die Kompetenz vom Tobias Schutz, der sich gleich vorstellen wird, und auch noch meine. Tobias, magst du gerade mal kurz was zu dir sagen vielleicht? Ja, sehr gerne. Versteht man mich? Ja. Dann möchte ich die Gelegenheit nutzen und erst noch jemand ganz anderen zu entschuldigen und Grüße auszurichten, nämlich den Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim. Wir hatten versucht, ihn für den Vortrag auch zu gewinnen. An der Stelle, er ist leider in einer Parallelveranstaltung, aber er richtet ganz herzliche Grüße aus. Und wie kommt es überhaupt zu der guten Arbeit jetzt von meiner Person, aber auch von der BEG und der Stadt Sinsheim? Das liegt unter anderem auch daran, dass ich 12 Jahre bei der Stadt Sinsheim war, davon 8 Jahre als Baudezernent. Und so haben wir schon früh die Zusammenarbeit BEG und Stadt aufgebaut und vertieft. Ich selbst bin jetzt tätig als Architekt und Projektentwickler bei einem privaten Büro hier in Sinsheim. Die anderen Daten sehen Sie an der Wand. Genau. Ich bin im Hauptberuf, also bei der BEG sind wir beide ehrenamtlich unterwegs, wie der Schutz als Aufsichtsrat, ich als Vorstand. Im Hauptberuf bin ich als Unternehmensberater für kleine und mittelständische Unternehmen, hauptsächlich Apotheken unterwegs, im Prozessoptimierungsbereich. Seit mehr als 20 Jahren bin verheiratet, habe ein Kind, bin Baujahr 79 und seit 2013 im Vorstand der BEG. Steigen wir noch direkt in den aktiven Teil ein. Tobias, die Situation der Verwaltung kannst du, denke ich mal, noch aus deinem nicht allzu lange zurückliegenden Job mitteilen. Ja, genau. Ich bin seit einem Jahr jetzt da raus. Das muss ich noch ergänzen. Genau. Wie ist die Situation für die Verwaltungen Land auf, Land ab? Es ist klar und das wurde auch schon vorhin formuliert, die erneuerbaren Energien müssen und sollen auch schnellstmöglich ausgebaut werden. Und nicht nur wegen dem Thema Klimaschutz, das war schon jetzt länger präsent, sondern ganz massiv verstärkt natürlich durch die Ereignisse seit Beginn diesen Jahres. Und dann haben wir das große Thema Bürgerbeteiligung, was uns in verschiedenen Tiefenschärfen begegnet und auch immer wieder herausfordert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen, die schon länger dabei sind. Das Gleiche gilt auch für die entsprechenden Köpfe in der Verwaltungsspitze. Die sind zum Teil dieses Thema noch nicht gewohnt, aber es ist ganz massiv gekommen. Und wir sehen insbesondere das Thema Bürgerenergiegenossenschaft als tolles Instrument, um die Bürgerbeteiligung in eine Bahn zu lenken, die auch dann konstruktiv wird und die allen weiterhilft. Dann haben wir die Themen natürlich Vergaberecht, wie immer, und auch wie immer das Thema begrenzte persönliche Ressourcen. Das ist ein zweiteiliges Thema, möchte ich es mal nennen. Das eine ist
die Personalknappheit in vielen Verwaltungen, dass einfach Mitarbeiter immer wieder fehlen aus unterschiedlichen Gründen oder auch nicht die Finanzen da sind, um personelle Decken entsprechend zu bieten. Das andere ist aber auch die Ressource der Qualifikation. Da geht es gar nicht darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gut wären in ihrem Job, aber es sind so viele Themen, die wir bespielen müssen in den Kommunen, dass inzwischen hohes spezifisches Wissen gefordert ist und da kommt mancher dann doch an seine Grenzen. Die anderen drei Punkte würde ich jetzt einfach mal übergehen, die kommen später noch tiefer, aber das Thema Finanzen muss man auch noch mal ganz klar an der Stelle ergänzen. Das ist aufgrund von Corona und allen anderen Themen, die Sie alle besser kennen als ich, auch ganz massiv in den Vordergrund wieder gerückt. Wir haben einfach kein Geld mehr in unseren Kommunen. Ähnliche Situationen haben natürlich auch die Stadtwerke, egal jetzt in welcher Konstellation sie mit den Kommunen verbunden sind, als Eigenbetrieb oder als GmbHs. Ich war auch Leiter oder zuständig für unsere Stadtwerke. Und was beschäftigt die Stadtwerke? Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie sie aufgestellt sind. Klar ist aber auch da, dass sie im Umbruch sind, dass sie dadurch, dass sie immer noch kommunal gesteuert sind, so möchte ich es mal nennen, häufig trotzdem lange Entscheidungswege haben und sich so nur relativ unflexibel im aktuellen Markt bewegen können. Sie sind einfach auch oftmals zu klein, um eine Marktmacht darzustellen oder um irgendwo in Gehör zu finden. Dann haben wir aufgrund unserer Historie in der Regel eine starke Ausrichtung auf das Thema Gas- und Stromnetz. Häufig sind da auch Beteiligungen vorhanden. Und die Themen, die jetzt neu hinzugekommen sind in den letzten Jahren, also gerade das Thema Ausbau erneuerbarer Energien, teilweise auch Beteiligungen an Windparks und solche Themen, die sind einfach noch zu schwach repräsentiert. Und da kommt auch wieder das Thema Personalqualifikation und Kapazität mit rein. Und was uns dann begegnet, ist die Erwartungshaltung der Gremien und der Bürgerschaft. Und die können wir in der Regel nicht bedienen. Und dann noch eine ganze Reihe weiterer Spannungsfelder. Politische Rahmenbedingungen in den einzelnen Kommunen sind häufig nicht so, dass man einfache Entscheidungen treffen kann. Das liegt an fraktionellen Zusammensetzungen, aber auch an irgendwelchen regionalen oder örtlichen Rahmenbedingungen, die es schwierig machen. Und wir haben deshalb als Verwaltung auch häufig keine einheitliche Handlungsgrundlage. Man wünscht sich irgendwie ein Grundsatzbeschluss oder ein Buch, in dem drin steht, so und so soll das laufen. Und häufig ist das nicht vorhanden. Einige Kommunen haben das inzwischen geschafft. Da kann ich nur beglückwünschen, dass sie häufig unterstützt durch einen Klimaschutzbeauftragten oder eine Beauftragte da einen Schritt weiter sind. Aber es fehlt trotzdem oft genau an dieser Stelle. Und man geht dann mit jedem einzelnen Thema, mit jedem einzelnen Dach in die Gremien, um Beschlüsse zu bekommen. Das Weitere ist die Unübersichtlichkeit der Akteure. Jeder Stromanbieter, jedes Stadtwerk, häufig auch interessierte Bürger oder eben die Genossenschaften, irgendwelche Fraktionsmitglieder, alle haben bestimmte Informationen, die sie in die Gremien und somit an die Verwaltung herantragen. Und das Ganze ist sehr unübersichtlich und häufig ist man dann als Bauamtsleiter oder als Dezernent, wie ich es war, überfordert mit dieser Vielzahl von Interessenslagen. Und dann eher das baubezogene Thema. Wir haben inzwischen auch Altanlagen auf unseren Dächern, bei denen die Förderungen auslaufen. Und wir haben natürlich immer wieder, wenn wir über kommunale Gebäude reden, das Thema, dass dort, wo Anlagen stehen oder wo welche hin sollen, erst noch eine energetische Sanierung oder eine Dachsanierung vorgenommen werden muss. Das Thema haben wir auch immer wieder hier in Zinsheim gehabt. Und unserer Erfahrung nach, und deshalb dann dieses Fazit da unten, eine Kommune kommt da an ihre Grenzen und es ist gut, wenn wir dann einen Partner haben, der nicht wirtschaftliche Eigeninteressen verfolgt, sondern der regional verwurzelt ist und der auch in der Politik hohe Akzeptanz genießt. So sind wir beim Thema
der Genossenschaft angelangt. Ja, vielen Dank. Lösungsansatz Bürgerenergie. Bürgerenergie, der beste Weg aus der Klimakrise. Aus meiner Sicht ja. Ich habe auch neulich mal in einem Interview gesagt, der Königsweg für die Energiewende. Ich will an der Stelle kurz die BEG Kraichgau vorstellen. Unser Fokus liegt auf der Gewinnung und Verbreitung 100% regenerativer Energien. Wir im Kraichgau wollen die Energieversorgung selbst in die Hand nehmen. Wir sind regional verankert, demokratisch organisiert, basisdemokratisch sogar. Jedes Mitglied hat eine Stimme, egal wie viele Anteile sie haben. Wir wollen die Bürger aktiv in die dezentrale Energieversorgung einbinden und gemeinsam die positive Energie- und Klimazukunft gestalten. Und ganz wichtig dabei ist natürlich, dass wir das Vertrauen der Menschen gewinnen, und das tun wir mit einem transparenten, unabhängigen und soliden Wirtschaften. Das ist, sind die Fokuspunkte, die Visionspunkte, die wir bei einer Strategieversammlung vor inzwischen 8 Jahren, glaube ich, angegangen haben und die uns durch die Jahre gut geleitet haben. Wir haben momentan mehr als 400 Mitglieder, circa 12.000 gezeichnete Anteile, sprich 1,2 Millionen Eigenkapital. Das sind 15 ehrenamtliche Vorstände und Aufsichtsräte, Rätinnen, wollen wir auch korrekt sein, unterwegs und setzen sich beruflich aus allen verschiedenen Sparten zusammen, im Verwaltungsbereich, im Bank-, Ingenieurbereich, Beratung, Lehrer, Koprogrammierer, Maschinenbauer, Pharmazeuten auch, ehemaliger Oberbürgermeister, AD ist auch noch mit dabei, Physiker, querbeet. Mitglieder, habe ich jetzt gerade mal kurz die Zahlen jetzt von Ende 2021, wie gesagt, sind wir inzwischen bei über 400. Man sieht ein steiles Wachstum sowohl in den Anlagen, in den Anteilen als auch bei den Mitgliedern, und auch die Einlage pro Mitglied ist deutlich gestiegen. Und das zeichnet sich auch weiter ab, dass es so weitergeht. Wir haben 4 Tätigkeitsbereiche insgesamt, 3, die wir eben aktiv betreiben, sprich, wo auch Investments da sind. Das ist das Thema Photovoltaik, das wir ja heute hauptsächlich behandeln, Thema E-Mobilität und Wärmenetz. Die Ansprechpartner finden Sie alle bei uns auf der Homepage, kann ich aber auch dann gegebenenfalls bei Rückfrage nochmal gerne an mich wenden, kann ich dann auch die entsprechenden Ansprechpartner nennen. Und wir haben noch als 4. Tätigkeitsgebiet unseren eigenen Strom- und Gastarif, wo wir eben auch unsere Anlagen dann teilweise mit einbinden, was wir besonders bei der Nutzung der Stromkapazitäten dann einsetzen können. Gerade unsere Projektbereiche, teilweise abweichend. Wir haben Kraichgauer Bürgerstrom, sind eben unsere PV, vielleicht auch mal irgendwann Windanlagen. Wir haben Beteiligungsverhältnisse, sprich Beteiligung an Freiflächenanlagen zum Beispiel. Wir haben das im Bereich Kraichgauer Bürgerenergie. Da fassen wir Quartierskonzepte zusammen, wo wir eben nicht nur Strom, sondern auch Speicherung, die Wärmebelieferung und auch das Thema Ladeinfrastruktur mitspielen. Kraichgauer Bürgerwärme habe ich gerade eben ja schon in dem Zusammenhang erwähnt, wir machen auch Wärmenetze immer mal wieder. Und das neueste Baby ist das Thema Kraichgauer Bürgermobil, wo wir eben Ladeinfrastruktur und hoffentlich zukünftig auch noch E-Car-Sharing, da sind wir gerade in der Endphase der Projektierung, anbieten können. Abgeschlossene Projekte, wo kommen wir her? Wir haben 2010 mit kleinen Dachanlagen EEG-Volleinspeisen gewonnen, haben dann 2013, Tobias Schütz hat es gerade eben ja erwähnt, das erste kommunale Dach mit über 100 Kilowatt Peak Leistung, sieht man hier oben rechts. Das ist eine Schule und eine Sporthalle in dem Teilort Hilsbach-Weiler. 2015 eine große Beteiligung an einem 3-Megawatt Solarpark an der A6 mit der Energeno zusammen und mit den Kollegen aus dem Landkreis Neckar-Odenwald. Und 2021 dann Schulzentrum in Sinsheim, die 465 Kilowatt Peak, und nochmal ein Kindergarten mit 50 Kilowatt Peak. Wärmenetz haben wir zwischendurch gemacht, Wärmenetz in Mauer mit Holzpellets und Solarthermie, mit Alt- und Neubau verbunden, und sind jetzt gerade dabei, ein Wärmenetz in Kirchhardt zu bauen mit Holzabschnitzen und Solarthermie. Ladeinfrastruktur seit 2019 aktiv, Technikmuseum Sinsheim, Speyer, im Wohngebiet, an dem Heizwerk kann man eben auch laden, und inzwischen auch an dem Krankenhaus hier in Sinsheim und Hotel Sinsheim. Heute geht es hauptsächlich um das Thema Photovoltaik. Und da würde ich jetzt gerne mal einfach dieses Projekt
Schulzentrum Sinsheim kurz mit Ihnen durchgehen. Wir haben da eine Realschule, das ist dieser Gebäudetrakt hier, ein Gymnasium, hier eine Sporthalle, noch eine Mensa und Tobias, korrigiere mich, das ist auch noch Realschule, glaube ich, gell? Ja, das ist Teil der Realschule. Ja, genau. Und gekommen sind wir eigentlich wegen dieses kleinen, wegen dieser kleinen Anlage hier, die ist nämlich eine Anlage, die aus dem EEG rausläuft oder rausgelaufen ist. Und dann haben wir gesehen, dass dann auch recht relativ viele Freiflächen da sind und haben dann gemeinsam das eben projektiert, haben gesagt, okay, wir wollen das gerne machen, die Anlage, und haben dann eben diese Dächer hier alle belegt. Insgesamt 465 Kilowatt Peak. Hat ein bisschen länger gedauert, erzähle ich aber gleich noch was. Geplante Laufzeit, 25 Jahre, erzeugt der Strom 12 Millionen Kilowattstunden. Lieferung an die Stadt, 5 Millionen Kilowattstunden ist geplant. Also sprich 40% sollen dann an die Stadt gehen. Passt auch ungefähr zusammen mit den 40% des Stromverbrauchs. Die Stadt Sinsheim braucht nämlich an dem Standort circa 500.000 Kilowattstunden per anno an Strom. Projektablauf, kurz ausskizziert, erste Planung, erste Projektierung am 25.06.2020. Am 10.09. haben wir dann die Verträge unterzeichnet, auch natürlich entsprechend Pressefotos gemacht und in der Presse veröffentlicht. Da ging auch ziemlich schnell der Bau los, haben noch vor dem Winter große Flächen der PV-Anlagen auf die Reihe gekriegt. Auch damals gab es schon einmal dieses Thema oder einmal schon mal wieder dieses Thema Sahara-Sand, der sich bei uns auch niedergelegt hat, ist aber auch kein Problem, wird aber beim nächsten Regen wieder weggewaschen. Am 6.7. haben wir dann leider die Insolvenz unseres Generalunternehmers erleben müssen. Und das ist auch ein Thema, was ich hier aktiv ansprechen wollte. Es war dann durch unser Netzwerk möglich, relativ schnell neue Projektpartner mit reinzunehmen, Elektriker mit reinzunehmen, die dann den sehr komplizierten AC-Teil übernommen haben und dann gemeinsam mit uns umsetzen konnten, sodass wir dann die Anlage am 29.11. auf die Reise bringen konnten. Was ein Riesenthema inzwischen ist, sind nicht nur die diversen Materialbezugsprobleme, auch die technischen Herausforderungen, sondern es ist leider auch ein Thema, dass wir mit sehr vielen Anlagen in die Zertifizierung müssen und einfach die Zertifizierungskapazitäten nicht ausreichen. Das ist auch ein Thema, das man natürlich mit einem entsprechenden Netzwerk leichter lösen kann. Florian, ja. Vielleicht noch mal eine Folie zurück. Was hat uns damals als Kommune bewegt im Vorfeld? Das waren auch verschiedene Themen. Die Dächer waren in der einen Schule zum Teil undicht. Da musste erst eine Sanierung erfolgen noch. Dazu musste für die Sanierung relativ schnell Geld in den Haushalt. Also das war eine kleine Hürde, die wir nehmen mussten, aber dann nehmen konnten vor dem Hintergrund, dass alle die Anlage gut fanden. Das andere ist, dass die Realschule eine Sanierung bevorsteht, die also ein Umbau des Gebäudes bevorsteht. Im Prinzip bleibt das Dach da bestehen, aber es hat dazu geführt, dass da erstmal die Themen geklärt werden mussten, wo kommen später Durchdringungen hin für diesen Umbau. Wie können wir die Anlage so aufbauen, dass wir sie auch in einem zweiten Schritt noch an der Stelle ergänzen können oder so gestalten, dass man sie während dem Umbau nochmal vom Netz nehmen kann. Also das sind dann Herausforderungen, die immer kommen. Und es setzt schon voraus, wenn man vorhat, kommunale Dächer zu belegen, dass die Verwaltung im Vorhinein sich einen Überblick verschafft, wie sehen unsere Dächer überhaupt aus. Also Thema 1 ist natürlich Statik, Thema 2 ist die Dichtigkeit, aber auch die Themen, welche Sanierungen stehen an, über die Laufzeit auch, wo die Anlage da stehen soll. Also bitte jetzt nicht nur eine Momentaufnahme machen, was ist die nächsten 1-2 Jahre, sondern kommt da in 5 oder in 10 Jahren was auf uns zu? Und macht es Sinn, das vorab zu tun? Ja. An der Stelle auch vielleicht noch der Hinweis, die bestehenden Anlagen müssen in so einem Fall eingebunden werden, in ein Notabschaltungskonzept und müssen auch in die Steuerung mit eingebunden werden. Das ist dann auch eine Aufgabe, die wir gemacht haben.
Wir haben hier gerade nochmal so ein paar Impressionen aus der Planung, wo wir eben aufnotiert haben, okay, da haben wir Vandalismusrisiko, wie haben wir es gelöst, einfach um auch einen Einblick zu kriegen in unsere Arbeit. Wir haben hier den Stromverbrauch über einen Lastgang gemessen. Wir sehen, okay, um 7 Uhr fängt die Stromnutzung an und um 15 Uhr in Wintermonaten geht es eben raus. Im Sommer haben wir plötzlich ein Loch, das sieht man ganz eindeutig, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, da sind keine Verbräuche dann in der Schule vorhanden. Und dann haben wir hier eben, wie verteilt sich eine typische, bei dieser Anlagenkonstellation, wie verteilt sich der Stromertrag, um dann eben auch eine Berechnung zu machen, wie sieht es wirklich Viertelstunden genau voraussichtlich aus, um Eigenverbrauchsabschätzungen zu machen, die auch bei der Finanzierung durch die Bank dieser Prüfung standhalten. Hier noch ein paar Impressionen. Unten waren auch ein Weihnachtsgruß an unsere Mitglieder und unsere Newsletter-Empfänger mit dabei. Hier im Hintergrund auch Stift Sundisheim in Sinsheim. Und genau. Zu den Energiekosten und Ersparnis, wie wir da auch damals gerechnet haben. Ich habe im oberen Teil, Sie kriegen die Folien, glaube ich, nachher, von daher, wenn Sie jetzt nicht alles direkt erfassen können, ist das, glaube ich, nicht schlimm. Ich versuche, auf die wichtigen Punkte einzugehen. Wir haben 2020 vorgenommen, dass wir hier, wir waren auf mittelspannungsseitig Abnehmer, weil das ganze Schulzentrum an der Mittelspannungsseite hängt. Wir waren bei einem Strompreis von 19,46 Cent und den haben wir dann auch festgelegt als Basispreis, als Bezugspreis sozusagen, damals mit 6,76 EEG-Umlage. Sprich, wenn man einen Stromverbrauch vor Ort hat, wir verkaufen den Strom an die Stadt, dann kriegt die Stadt den Strompreis von 12,7 Cent von uns plus EEG-Umlage, die damals noch aktiv war, dann hat sie praktisch den gleichen Strompreis, wie sie aus dem Netz bekommt. Und das haben wir aber entsprechend langfristig festgelegt. Sprich, wir haben gesagt, für die nächsten 5 Jahre, aus unserer Sicht können wir auch langfristiger das Ganze festlegen, weil wir die Anlage mit diesen Stromerträgen gerechnet haben. Verbrauch, wie vorhin schon erwähnt, ungefähr 500.000 Kilowattstunden. Stromkosten hier unten netto alles 100.000 Euro. 21 ist dann der Strompreis ein bisschen günstiger geworden, liegt einfach daran, dass die EEG-Umlage reduziert wurde, aber auch Netzgebühren reduziert worden, Netzentgelte, nee, die sind gleich geblieben, die bei Steuernablagen wurde was verändert. Das heißt, da sind wir schon einen Tick günstiger gewesen mit unserem Strom. Und jetzt 22, wo jetzt die eigentliche Einspeisung auch losgeht, wissen wir alles, sind die Energiepreise nach oben gegangen. Wir haben deutlich höhere Stromkosten, wenn wir jetzt auch voll aus dem Netz gehen würden. Und haben im ersten halben Jahr, hätten wir mit der Situation im ersten halben Jahr mit 3,72 Cent EEG-Umlage, hätten wir eine Einsparung bei 40% von ungefähr 9.600 Euro. Im zweiten halben Jahr, wenn wir aber die EEG-Umlage wegfällt, was es ja der Fall ist, liegen wir dann bei einer Einsparung von 17.260 Euro in einem Jahr, die die Gemeinde da sparen kann. Ja, wie wir vorgegangen sind bei dem Thema, wie Sie vorgehen können, wie wir gemeinsam vorgehen können, ist es natürlich toll, wenn eine Umwelt- und Energieagentur, wie es in der Umwelt- und Energieagentur Karlsruhe-Land, die Dachbewertung schon vorab vornimmt und schon sagt, was macht überhaupt Sinn, welche Dächer können wir nicht angehen, weil dann auch das voraussetzt, dass Sie sich schon mal vorher Gedanken gemacht haben oder in dem Zug dann auch Gedanken machen können, welche Dächer sind denn relevant. Das hat ja auch gerade eben Tobias angesprochen, dass man sich ja eben gegebenenfalls Gedanken machen muss, welche Dächer müssen saniert werden, wo fällt was an in der nächsten Zeit, wo welches Gebäude wird vielleicht abgerissen oder wie auch immer. Ansprache der BEG ihres Vertrauens. Ich möchte hier an der Stelle direkt sagen, wir werden nicht alle glücklich machen können, wollen wir auch nicht. Und wir haben so viele Anfragen, dass es sinnvoll ist, auch die Kollegen aus Sommersheim haben viele Anfragen, dass sie sich bitte nicht an mehrere Energiegenossenschaften wenden. Wir werden uns garantiert abstimmen untereinander und es wird nicht vorkommen,
zumindest mal, kann ich jetzt von Durmersheim und uns sagen, aber auch den Kollegen HEG und NRG nur rechts und links von uns, wir werden nicht mehrere Angebote abgeben können, einfach weil wir nicht die Zeit dafür haben. Wir wollen die Energiewende voranbringen, wir wollen faire, solide Arbeit leisten und wollen nicht unnötige Ehrenrunden, Angebotsrunden, sonst irgendwie was drehen. Also sprechen Sie gerne die BEG Ihres Vertrauens an. Die wird es sicherlich auch vernünftig machen. Übermittlung der notwendigen Daten, Belegungsplan, Dachplan, Statik, Energieverbrauch, gegebenenfalls Lastgang, wenn einer vorhanden ist, größere Verbräuche. Weitere Stromerzeuger, wenn zum Beispiel ein BHKW mit im Boot ist. Das sind so wichtige Daten, die wir brauchen dafür. Dann können wir eine Projektkalkulation machen und können ein Pacht-Stromlieferangebot und mit entsprechenden Vertragsvorschlägen. Dann folgen Gremienentscheidungen sowohl auf... Vielleicht ein Hinweis an der Stelle. Das Thema Pacht war ein großes Thema bei der Stadt Zinsheim. Wir haben dann einen Grundsatzbeschluss irgendwann gefasst, zu welchen Konditionen Dächer verpachtet werden. Das Spiel ist aber im Prinzip immer das Gleiche. Das ist linke Tasche, rechte Tasche. In dem Moment, wo der Strombezug dann wieder durch die Kommunen erfolgt, macht es keinen Sinn, auf der anderen Seite eine maximale Dachpacht erreichen zu wollen. Das macht vielleicht Sinn, wenn ein Dritter das Dach belegt, ohne dass der Strom selbst genutzt wird. Aber in dem Moment, wo auf der anderen Seite ein Stromliefervertrag abgeschlossen wird, macht es Sinn, dass der Dachpachtanteil quasi gegen Null geht. Sonst zahlt man das nur über den Strompreis wieder zurück. Ja. Komme ich auch gleich nochmal drauf, aber ein guter Einwand, ja genau. Ja. Gremienentscheidungen sowohl auf kommunaler Seite als auch auf BEG-Seite. Wir haben ja auch einmal im Vorstand, die Entscheidungen zu treffen und zu prüfen und dann auch nochmal durch den Aufsichtsrat. Genau, Unterzeichnung der Verträge, Öffentlichkeitsarbeit, Presseinfos. Es ist sowohl uns als BEG wichtig, wir wollen die Bürger aktiv mit einbinden, wir wollen sie nicht nur beteiligen finanziell, sondern sie sollen auch mitbekommen, was passiert, sollen auch aktiv mitarbeiten an der Thematik. Deswegen ist es in einem gemeinsamen Interesse, das kundzutun und das auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Projektierung läuft dann im Nachgang ab, diverse Besuche vor Ort, Detailplanung, Netzanfragen, Abstimmung mit Hausmeister, mit Energieversorger, also mit Netzversorger. Mit gegebenenfalls weiteren Anlagenbetreibern auf den Dächern. Dann Angebotsanfragen. Wir schreiben das dann, also wir holen Angebote ein bei normalerweise Anbietern aus dem regionalen Umfeld. Das regionale Umfeld ist momentan ein bisschen weiter zu fassen, weil einfach hier alle ziemlich dicht sind mit Arbeit. Dann geht es an die Finanzierung, Bankgespräche, Eigenkapital, Fremdkapitalabwägung und dann die Beauftragung der Gewerke. Die Errichtung der Anlage, gemeinsame Abnahme der Anlage, Zählertausch logischerweise noch und dann Beginn der Stromlieferung vor Ort und Einspeisung und dann auch eben die entsprechenden Abrechnungen. Rahmendaten sind aus unserer Sicht normalerweise Gestaltungsvertrag auf 20 bis 25 Jahre, gerne gegebenenfalls noch Optionen hinten dran, Dachpacht, hat der Tobias Schütz eben schon angesprochen, Einmalpacht oder zwischen 0 und 5% vom Umsatz. Wir müssen das Ganze, also wir als BEG sind nicht ganz nicht wirtschaftlich interessiert. Wir wollen ja durchaus eine Rendite für die Genossenschaft erwirtschaften. Die sind aber nicht im zweistelligen Bereich wie bei manchen Wirtschaftsunternehmen, sondern wir liegen halt irgendwo dann im mittleren, unteren, einstelligen Bereich bei den Kapitalrenditen. Die müssen wir erwirtschaften. Das heißt, wenn wir hier bei der Pacht mehr ausgeben, müssen wir das irgendwo wieder reinholen. Das wäre dann beim Strompreis, wie schon eben schon gesagt. Strompreis ab 12 Cent netto ungefähr und gerne lange Preisvereinbarung. Zu dem Strompreis möchte ich noch kurz erklären, wieso ich da auf diese 12 Cent netto kam. Der Marktwert Solar 2021 war 7,55 Cent. Und man sieht die Entwicklung hier, ich hoffe mal, das können alle erkennen, dass wir zwischendrin bei Marktwert Solar bei über 25 Cent waren pro Kilowattstunde. Jetzt hier im März auch bei über 20 Cent sind. Der Marktwert Solar hat sich permanent nach oben entwickelt und wird sich voraussichtlich auch noch im oberen Bereich nächste Zeit
pendeln. Der Herr Koslecki hat vorhin schon mal erwähnt, diese Thematik der neuen, des Osterpakets. Ich habe jetzt ein bisschen abweichende Daten, liegt aber daran, dass eben noch verschiedene Entwürfe wohl vorliegen. Marktwert Solar 7,55 Euro plus, je nachdem, diese Aufschläge auf den Marktwert. Dann liegen wir eben bei 11, 12 Cent pro Kilowattstunde, die wir bei der Volleinspeisung kriegen würden. Blöderweise nur bei Volleinspeisung. Das heißt, wir müssen dann wirtschaftliche Abwägungen machen. Wenn wir die Anlage voll einspeisen, kriegen wir diese Preise. Wenn wir die nicht voll einspeisen, kämen wir gegebenenfalls auf den Rückfalloption 7,55 Cent und könnten dann den Rest vermarkten. Das heißt, wir müssen irgendwo gucken, dass wir einen vernünftigen Strompreis erzielen, um auch unseren Mitgliedern gegenüber kommunizieren zu können, dass wir ein wirtschaftliches, sinnvolles Projekt machen. Ja, ein weiteres Projekt war dann der Kindergarten. Magst du vielleicht kurz was dazu erzählen, Tobias? Die Kindergarten? In dem Unterschied zum Schulprojekt war das ein Neubau oder ist es ein Neubau? Und wir haben hier auf jeden Fall schon in der Planung dann statisch die Solaranlage berücksichtigt, was jetzt ja ohnehin durch die Gesetzeslage erforderlich geworden ist. Da war es noch eine andere. Und aufgrund der bewährten Zusammenarbeit war das dann schon so unkompliziert, dass man im Prinzip nur den Dachplan an die BEG geschickt hat, von Seiten der Verwaltung gesagt hat, wir wollen hier eine Anlage, Punkt. Und alles andere lief dann quasi mit dem Bau mit. Wir haben geguckt, dass das Gerüst noch nutzbar war für die Installation der Anlage. Alles andere im Neubau, einfacher geht's eigentlich gar nicht. Und man muss sich als Verwaltung nicht drum kümmern um die Sache. Das ist der große Vorteil. Ja, war ein sehr schnelles Projekt auch. Errichtung der Anlage innerhalb von 2 Monaten, Thema erledigt. Und noch ein paar Bilder von den Südstadtpiraten in Sinsheim. Ja, unser aktuelles Projekt jetzt in Kirchhardt momentan ist auch mit Photovoltaik. Photovoltaikanlage ist ca. 200 Kilowatt Peak. Das ist ein Pflegeheim, Katharinenstift Kirchhardt, wo auch die Stadt Sinsheim beteiligt ist. Hat 88 Einzelzimmer, 12 betreute Wohnungen und wir errichten dann eben Photovoltaikanlage, Speicher, um die KfW 40 Plus Anforderungen für das Gebäude zu erreichen. Öffentliche Ladestationen, 2x22 kW, eventuell Carsharing, Wallboxen für Mitarbeiter und Bewohner, um dann eben noch die Anbindung an das BEG-Wärmenetz, das wir in Kirchhardt gerade bauen. Das heißt, wir konnten dann damit das erste Quartierskonzept für uns umsetzen mit Strom, Verkehr, Wärme. Und Ausgangsbasis war eben dieses Quartierkonzept und dann konnten wir noch sagen, okay, wir machen das Ganze ein bisschen größer, weil nämlich die Kommune Kirchhardt in dem Fall auch noch Bedarf hatte in Richtung Wärme. Und dann war das eine wunderbare Win-Win-Situation. Warum Projekte mit der BEG? Aus meiner Sicht ist es eben die aktive und breite Teilhabe der Bürger. Sie werden direkt beteiligt, sie können mitreden, sie können mitfinanzieren. Es sind tiefe Verwurzelungen in der Region, egal ob es jetzt die Kollegen in Durmersheim sind oder wir sind. Wir sind ja in der Region gut vernetzt und auch verwurzelt. Wir haben das Thema Natur- und Landschaftsschutz in der DNA, in der Satzung drinstehen. Das ist unser Satzungszweck. Das Know-how der Experten ist bei uns vorhanden. Das können Sie einsetzen. Wir haben Stromvermarktungsalternativen. Das heißt, wir können nicht nur nach EEG einspeisen, sondern wir können auch bei größeren Anlagen eben PPA-Verträge machen mit unserem Strom, mit unserer Strommutter zum Beispiel. Wir haben Transparenz, Unabhängigkeit und solides Wirtschaften, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, als große Maxime. Und das gemeinsame Handeln mit Bürgern, Unternehmen und Verwaltung vor der nachhaltigen Energiezukunft, das steht bei uns absolut im Fokus. Ich werde immer wieder gefragt, auch zum Thema Unterschied Bürgerbeteiligung. Wenn das wir selbst machen, ist es doch auch eine Art der Bürgerbeteiligung. Ich habe mir dazu mal ein paar Gedanken gemacht. Wie ist das in verschiedenen Bereichen das Interesse des Bürgers an erneuerbaren Energien, an dieser Anlage, ist natürlich am allergrößten, wenn er das selbst macht.
Wenn es ein Finanzinvestor macht, reden wir zum Beispiel von einer Freiflächen-PV-Anlage oder so, da wird es total sogar teilweise negativ ausfallen, was sie dann sagen, oder da kriegen wir irgendwas hingebaut und damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Fast so gut wie selbst gemacht ist gemeinsam gemacht. Vielleicht sogar noch gleich gut, weil dann auch dieser Gemeinschaftsaspekt mit dazukommt. Natürlich ist es auch toll, wenn die Gemeinde das macht, aber ich denke schon, das Interesse des Bürgers ist bei einer aktiven Beteiligung, einer finanziellen und aktiven Teilhabe durchaus höher. Die Wertschätzung ist auch ähnlich gelagert. Die regionale Wertschöpfung, wir legen Wert darauf, dass wir vor Ort einkaufen. Kommunen müssen gegebenenfalls europaweit ausschreiben, haben nicht die Möglichkeit, da abzuweichen aus meiner Sicht. Und Fokus auf Energiewende kommt natürlich immer auf die kommunale Ausrichtung an. Wir haben den, wie gesagt, in der Satzung drinstehen. Michael Norton und seine Kollegen haben das ja in dem IKEA-Effekt bezeichnet. Wenn man etwas selbst macht, ist dieses selbstgebaute Produkt, diese selbstgebaute Gegenstände, hat einen gewaltigen Zuwachs an Wertschätzung. Das stellen wir immer wieder fest, wenn wir dann auch gemeinsam Anlagen besichtigen, uns gemeinsam Anlagen anschauen. Ja, Vorteile der Gemeinde. Tobias, magst du zwischendurch? Ja, gerne. Aufgrund der Zeit würde ich es jetzt ganz kurz machen. An der Stelle haben wir alles schon angesprochen. Know-how, Projektierung und Errichtung ist quasi ausgelagert. Es geht nicht ohne das Bauamt und ohne den Hausmeister, das haben wir gehört, aber es entlastet alle Beteiligten auf kommunaler Seite. Und das Ganze geht auch weiter im laufenden Betrieb, wenn so eine Anlage, wie vorhin gesehen, eingestaubt ist oder defekt ist, dann hat man jemanden, den man anrufen kann, der dann sich kümmern muss. Das Ganze ist natürlich auch versichert entsprechend und insofern glaube ich auch eine Entlastung im Betrieb. Die finanzielle Entlastung ist auch da. Die Investitionskosten sind nicht im Haushalt. Die Dachpacht kann positiv im Haushalt verbucht werden. Und das ist der Hauptpunkt, beim Strombezug, da macht sich die große Einsparung sicherlich deutlich im Haushalt bemerkbar. Und das andere ist dann das ganze große Thema eben Politik und Bürgerbeteiligung. Das haben wir ausreichend beleuchtet, denke ich. Ja. Ja, ich denke, vielleicht gerade auch zum Thema Bürgerbeteiligung ist natürlich bei den kleinen Projekten wichtig, aber es ist dann zunehmend auch wichtig für größere Projekte, wenn wir eben mal an Windanlagen oder PV-Anlagen im Freiflächen gehen, dass wir da sehr, sehr früh mit an Bord sind, sehr früh schon das Thema Bürgerbeteiligung spielen, weil wir haben es in der Pandemiesituation gemerkt, dass die negative Kommunikation, merken wir aber auch in der Energiewende oder bei anderen Großprojekten, die negative Diskussion nimmt wahnsinnig viel Platz in der Öffentlichkeit ein. Die positive, vorwärtsgerichtete Kommunikation eher weniger. Und eine Bürgerbeteiligung kann da entscheidend zu beitragen. Aus meiner Sicht noch ein kleiner Aspekt ist das Thema Fokussierung. Die Energiewende stellt für alle Beteiligten eine gewaltige Herausforderung dar. Ich war neulich bei einer Kommune im Rheinland-Pfalz und die hat auf der Homepage so schön gehabt, was können wir für Sie tun? Ich möchte die Frage gerne umdrehen. Was können wir für Sie tun? Die Kommunen sind aus meiner Sicht, sollten die Rahmenbedingungen schaffen, sollen die Flächenkulissen schaffen, die Daten, Fakten bereitstellen, schnelle Prüfung, Genehmigung realisieren. Die Netzbetreiber können sich wunderbar bei dem Ausbau, Stabilisierung der Netze, schnelle Bearbeitung von Netzanfragen und Anschlüssen, Partner für größere Projekte, auch gerne bei kleineren, muss man sich abwägen. Und wir BEGs können halt sehr gut das Thema Projektrealisierung, Bürgerbeteiligung sind wir die absoluten Spezialisten, Fördermittel, Finanzierung und wir können auch noch ein bisschen Energieversorger, das heißt, wir können auch noch das Thema Stromvermarktung auch mit abdecken. Was einer allein nicht schafft, um mit den Worten unseres Genossenschaftsvaters, Herrn Raiffeisen, zu schließen, das schaffen wir gerne gemeinsam, wir großgeschrieben. Kurz noch zur Kooperation. Wir kooperieren sehr ausführlich mit der Klimaarena in Sinsheim, aber auch mit dem Initiativkreis Energiewende Kraichgau und mit Energiegenossenschaften im Verbund, hier insbesondere in der Region mit der Bürgerenergie Durmersheim, die ich da auch nur herzlich empfehlen und ans Herz legen möchte. Und da wollte ich auch noch kurz zwei Folien mit einbauen. Wer ist bei der BEG Durmersheim mit an Bord heute? Hier vor Ort ist der Hartmut Östen auch mit dabei, der Vorstandsvorsitzender ist. Er wird nachher bestimmt auch in einem Raum noch zur Verfügung stehen, hoffe ich, Hartmut, ja? Ja, so ist es.
Dankeschön. Und da sind auch nochmal die Kontaktdaten vom Kollegen Hartmut. Und wie gesagt, wir sind da in enger Abstimmung. Wenn es irgendwie Themen gibt, können wir uns gerne über alles unterhalten. Dann danke ich an dieser Stelle erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, gerne jetzt dann gleich im Breakout Room, beziehungsweise die Kontaktdaten sind auch mit auf der Präsentation drauf. Erstmal vielen Dank von mir. Ja, auch von mir. Ja, dann gebe ich, glaube ich, ich nehme doch mal sehr stark an im Namen der ganzen Runde den Dank zurück an Sie, Herr Oes, an Sie, Herr Schutz. Und möchte noch darauf hinweisen, Herr Plitt aus Bruchsal hat ja auch ein eigenes Stadtwerk oder eigene Stadtwerke. Da war die Frage, in Sinsheim gibt es ja auch Stadtwerke, wurden diese Projekte gemeinsam geplant und angegangen? Existieren keine Konkurrenzsorgen der lokalen Stadtwerke? Wie kann man Ihrer Erfahrung nach zu einer Koexistenz kommen, bei der beide, also Stadtwerke und auch BEG, ihre Stärken einbringen und profitieren können? Herr Plitt hat mir Freigabe gegeben, dass ich gebeten habe, diese Frage mit in die Breakout-Räume zu nehmen, weil wir zeitlich nicht ganz so flexibel jetzt mehr sind. Nur alle, die sagen, oh ja, wäre für mich auch interessant, Kooperation BEG und lokale Stadtwerke, da werden Sie sicherlich gleich nochmal Herrn Oes und Herrn Schutz ansprechen können. Ich kann nur für alle sagen, es war nie ein Problem. Okay, super, das ist schon mal als erste Aussage. Und so schade es ist, dass der Oberbürgermeister von Sinsheim, der Herr Albrecht, heute tatsächlich nicht kam. So schön ist es, dass Herr Oesten sich ganz, ganz kurz entschieden hat, auch noch in einem der jetzt gleich folgenden Breakout-Räume zur Verfügung zu stehen für Ihre Antworten, weil es sind doch wesentlich mehr Teilnehmende, als wir es ursprünglich gedacht haben. Dann sind die Räume nicht ganz so groß und Herr Oesten vielleicht, ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich bin ganz sicher, Sie können in so ungefähr einer Minute aus dem Ärmel schütteln, zu welchen Themen Sie vielleicht gleich im Anschluss in der Fragerunde zur Verfügung stehen. Dann haben wir alle auch schon mal Sie noch gehört. Also guten Tag zusammen. Ich würde auch zum Thema PV und Bürgerbeteiligung was sagen in dem Raum. Wir sind ja auch seit 2010 am Ball und wir haben mittlerweile 17 PV-Anlagen in Betrieb und wir erweitern unser Feld täglich, um eben auch die Energiewende mit den Kommunen, mit euch allen zu gestalten. Herzlichen Dank, Herr Oesten. Und wer darüber nochmal ins Gespräch kommen möchte, haben wir gleich im Anschluss jetzt diese sogenannten Breakout-Räume, diese Sessions. Wir hätten nämlich jetzt ganz gerne zum Abschluss für heute nochmal Ihnen zwei, drei Fragen vorgelegt und da bitte ich Sie, die es vorhin schon auf dem Handy gemacht haben, gleich nochmal zu Ihrem Handy zu greifen und die anderen sehen jetzt gleich. Wir würden gerne nochmal zwei, drei Fragen loswerden über dieses Mentimeter-Tool. Und zwar, einige haben es schon gemacht, geht es einfach, vielleicht nochmal der Hinweis, das ist eine anonyme Abfrage, also wir können nachher nicht zuordnen, wer hier schon mal Ja gesagt hat, also das ist auch nicht ein Letter of Intent, den Sie hier schreiben, aber es geht einfach für uns nochmal, vor allem natürlich für die Vertreter der BEGs, nochmal darum zu wissen, haben wir denn gut Werbung für unsere Sache hier gemacht und einfach auch zu wissen, ob wir noch Angebote im Nachgang pflegen können. Genau, vielleicht, Ivo, darf ich da kurz was dazu sagen, weil das doch in meiner Gruppe auch die Frage war, wie geht es denn jetzt weiter, wenn ich jetzt im Hart bin und eben keine BEG habe, also ob wir da extra eine BEG gründen müssen. Ich denke, der Aufwand ist halt immer enorm. Es gibt die Möglichkeit, um sich auch mit Projekten zu identifizieren, dass man so eine Art Projektgesellschaft gründet. Die heißt dann eben zum Beispiel Projektgesellschaft Bürger Solar Philipsburg. Und da können dann, das kann man dann eben auch mit einer vorhandenen BEG umsetzen und hat aber diesen regionalen Bezug. Also das war mir nochmal wichtig. Das würden wir vielleicht auch ins Protokoll schreiben, wie jetzt einfach nächste Schritte sein können, weil es ist natürlich immer sehr aufwendig, sonst eine eigene BEG zu gründen. Was ich aber auch noch sagen möchte, ist in der Runde, dass wir mit den Kollegen Karlsruhe und Rastatt auch dran sind, auch so eine überregionale, an so eine überregionale Struktur gerade denken. Genau, das vielleicht noch so zur Info. Vielen Dank für den Hinweis, Birgit Schwegler. Und wir würden Sie
gerne fragen. Es ist für kommenden Freitag, dazu wird der Herr Kostilecki eventuell gleich zum ganzen Abschluss noch was sagen. Es ist vorgesehen oder wir haben uns eingerichtet, nochmal ein Review sozusagen für den heutigen Tag, Reflexionstreffen für kommenden Freitag. Und ich sehe jetzt schon, einige würden gerne dazu kommen. Es geht uns noch ein bisschen darum, ob wirklich so viel Bedarf ist, dass wir diese nochmal so ein Nachtreffen anbieten oder nicht. Und ich denke mal, 5 sicher und 8 vielleicht. Das, wenn ich jetzt nochmal die Frau Schwegler anschaue, spricht dafür, die Zeit nehmen wir uns gerne. Sehr schön. Und Herr Häuser hatte auch schon mal in dem Chat nochmal drum gebeten, ob die Kontaktdaten und die Präsentation auch wirklich an alle Teilnehmer verschickt werden können. Frau Schwegler nickt schon mit dem Kopf und ich glaube, für das Team der UEA ist es selbstverständlich, tue Gutes, rede darüber und verteile auch die Infos dahin, wo sie hin sollen. Also deshalb wird es sicherlich gerne passieren. Genau, wir werden Ihnen dann auch die Zugangsdaten wieder zukommen lassen per Mail. Und dann können Sie auch schon im Vorhinein, wenn Sie konkrete Fragen haben und Sie Fragen auch schon schreiben, dann können wir uns genau auf die konkreten Fragen auch schon vorbereiten. Und wir werden auch noch mal rum, genau, wann und wie genau das stattfinden wird und nähere Infos zukommen lassen. So, und Sie sehen jetzt, hier ist die nächste und das wäre eigentlich die abschließende Folie für heute. Darüber würde ich gerne beim Austauschtreffen sprechen. Sie dürfen da gerne jetzt schon was reinschreiben. Wir werden die Abstimmung aber noch offen halten, also dieses Mentimeter-Tool. Das bedeutet, Sie können das auch gerne noch, wenn hier diese Veranstaltung vorbei ist heute, Sie können da gerne auch noch Wünsche freischreiben bis mindestens Montag früh. Und dann hätten wir nämlich für heute fast schon das Deckelchen drauf. Wir werden nicht ganz pünktlich um 12.15 Uhr fertig sein, denke ich, aber vielleicht noch ein, zwei Sätze, Simon, zum geplanten, wie geht es weiter mit dem heutigen, wenn noch etwas hinzuzufügen ist, zu dem, was du eben schon gesagt hast. Genau, also wir werden dann intern uns nochmal abstimmen und gucken, wie wir in die benötigten und interessierten Informationen am besten zukommen lassen und genau dann auch den Austausch-Link wieder an Sie senden. Und wie geht es weiter an sich, wenn Sie Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten als Kommune, genau, dann können Sie uns eine Anfrage senden und dann können wir schauen, wie wir eine Potenzialanalyse zusammen durchführen können. Oder das werden wir sicher können. Genau, wenn Sie Interesse haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Ja, vielen Dank, Simon, nochmal. Und der Herr Watteroth, der ja heute eingeleitet hat, ist nicht mehr da. Und deshalb würde ich ganz gerne die Frau Schwegle, die gemeinsam mit der BEG ja in die Hand genommen hat, diesen Termin heute zu organisieren und das hinzubringen, das letzte Wort geben. Vorher aber bitte ich Sie, wir freuen uns sehr, wenn Sie uns 3-4 Worte als Feedback in den Chat reinschreiben, damit wir einfach wissen, wie Sie diese Veranstaltung heute empfunden haben, waren wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Und wer mag, gerne einfach, bevor Sie rausgehen, nochmal ein paar Worte als Feedback für das Organisationsteam, für die Energieagentur, natürlich auch für die BEGs im Chat hinterlassen. Und dann danke ich herzlich, dass ich heute dabei sein durfte und Birgit Schwegle. It's up to you. Das letzte Wort, bitte. Okay. Ja, vielen Dank. Also ich muss aber erstmal Lob weitergeben. Also die Kollegen von der BEG und mein Team haben diese Veranstaltung vorbereitet. Vielen Dank da in die Runde. Und wir werden anknüpfen, das ist vielleicht noch ergänzend. Wir werden weitere Veranstaltungen machen. Ich habe mich auch mit dem Landratsamt abgestimmt, dass wir mal so eine Art Jahresplan machen zu unterschiedlichen Themen und auch Exkursionen künftig anbieten werden. Genau, also das ist unser Thema, weil wir sagen, wir müssen uns stärker vernetzen, weil alle treiben sich doch mit denselben Themen, treiben sie sich um. Und deswegen wollen wir hier Ihnen einfach mehr Infos und mehr Vernetzungsmöglichkeiten geben. Vielen Dank. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir eher kleine Runden machen, nicht unbedingt immer die ganz großen Tagesseminare, aber für die große Teilnahme vielen, vielen herzlichen Dank.
Und wie gesagt, wie es strategisch dann weitergeht, ich glaube, da würden wir Ihnen im Nachgang auch noch mal ein bisschen was dazu schreiben, wie Sie sich auch aufstellen können, wenn Sie keine BEG haben oder auch räumlich nicht im Kraichgau liegen oder Durmersheim. Das sage ich immer, das ist alles egal. Die Bürger beteiligen sich überall und deswegen muss man gar nicht dort wohnen. Aber dieses Thema, wie kann ich so eine Projektgesellschaft anschieben? Da gucke ich jetzt in Richtung der Kollegen von den BEGs. Da würden wir Ihnen noch was im Nachgang dazu liefern. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Bis demnächst. Ich sage Tschüss zusammen und alle, die auch nochmal Tschüss in die Runde sagen wollen, das Mikro aufmachen, freuen wir uns. Und tschüss, vielen Dank an alle. Tschüss, danke. Bis bald. Und die Referenten, wer mag, darf noch so ein ganz kurzes Debriefing drinbleiben. Tschüss, danke schön. Wer mag, wenn noch Zeit hat. Ciao.